Meine Freunde, Dankeschön. Meine lieben Freunde, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welch ein Schmerz und was für ein heiliger Zorn meine Seele ergreift, wenn eine Idee, eine große Idee, die wir im Übrigen schon sehr lange als heilig erkannt haben, wenn diese Idee plötzlich von Idioten aufgegriffen wird. Und wenn dann ganz dem Naturell solche Idioten entsprechend diese Idee auf die Straße gezerrt wird, wenn nicht der Geist, sondern der niedrige Boulevard und der Pöbel mit dieser Idee angefüttert und vollgeschmiert wird, wenn wir diese Idee gänzlich verstümmelt und vergewaltigt, neben all dem anderen Taumel, neben all dem anderen Plunder auf dem Trödelmarkt wiedertreffen, in den Dreck gezogen, in verkrüppelter Art, in irgendeiner Ecke ohne Proportion und Harmonie zur Schau gestellt wird. Wie ein Spielzeug für dumme Kinder. Dann, meine lieben Freunde, dann ist es an der Zeit, Nein zu sagen. Nein, 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 nein. Zu meiner Zeit. Zu unserer Zeit, meine lieben Freunde. Da war alles anders. Wir hatten andere Ziele. Aber nicht danach streben wir. Niemals. 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 Meine lieben Freunde, ich möchte ganz... Meine lieben Freunde, ich möchte ganz... Ich möchte ganz offen zu euch sprechen. Ich möchte ganz offen zu euch sprechen. Ich begreife diese Welt nicht mehr. Ich begreife sie einfach nicht. Ich begreife sie. Ich begreife sie. Aber ich schwöre euch. Ich schwöre euch. Ich weiß. Ich schwöre euch. Ich schwöre euch. Wir werden wieder diese Welt. Diese Welt. Diese Idee. Diese Idee. Diese Verschießung.